Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play TRT Awakening. Eigentlich wollte ich da jetzt eine Weile nicht aufnehmen, weil ich ja ein Projekt mit meinem lieben Freund Schweiger gestartet hätte, habe eigentlich. Nur das Problem war, wir haben uns das erste Mal gleich einmal versäumt. Das war besonders gescheit von uns. Und jetzt ist das eine Woche später, dass das startet. Daher habe ich beschlossen, noch ein oder zwei Folgen Thea aufzunehmen und hochzuladen. Jo, das letzte Mal haben wir einen Ork-Krieger dazu gekriegt. Wir sind jetzt 12 Leute in dieser Gruppe. Das ist schon ziemlich mächtig. Die meisten von denen können sogar irgendwie sammeln. Was ganz Gutes. Ork-Kämpfer. Achso, warte mal, die war da dabei. Jo, wir sammeln Schlagholz vor allem einmal. Das brauchen wir für unsere Dings. Und nebenbei nehmen wir noch ein paar Kräuter auch mit. Wir werden ein paar Runden sammeln. Ich weiß nicht genau, wie lange wir sammeln werden. Wir haben noch 10 Runden Essen. Das heißt, dazwischen müssen wir uns dann vielleicht auch um Essen kümmern. Ah, da ist ein Wolfsbau, wir könnten dann darüber gehen und da drüben sammeln. Da gibt es Früchte und Kohle. Das heißt, man könnte dann vielleicht schon irgendwie noch was anderes auch machen. Jo, machen wir mal nächste Runde. Machen wir mal zwei, drei Runden machen wir mal. Ich glaube, in drei Runden sollten wir zweimal Schlagholz gesammelt haben. Noch eine Runde gleich. Ah, da kommen Wolfies. Vielleicht bringen die ihr Essen mit und greifen uns an. Ah, okay. Nein. Es kostet doch ziemlich viel Zeit, so Schlagholz zu sammeln. Aber Kräuter sammeln wir dafür schneller. Okay, machen wir noch zwei Runden. Ja. Jetzt schon abgeschlossen. Aber vielleicht sollte man da auch irgendwas Neues machen. Hey, wir könnten schwere Rüstung machen. Was haben wir denn da alles? Eisen nur. Eisen ist aber schwach. Aber gut, lässt sich nichts anderes machen jetzt. Ah, Starkholz fällt in die gleiche Kategorie wie Stroh, okay. Ah, das können wir da rein tun. So, und unten als Katalysator nehmen wir, ich glaube, das werden wir eh nicht wirklich verwenden, diese Rüstung, Holz. Ja, bringt immerhin 12 Forschungspunkte. Schwere Eisenplattenrüstung, einfach klobig, aber sehr widerstandsfähig. 16 Rüstung, nicht schlecht. Dass es eigentlich nichts kostet. Ja, machen wir das doch glatt. Schauen wir mal. Ja, und in der Zwischenzeit können wir noch mehr. Wir können dann noch mehr von diesem Fleisch aufsammeln. Klar, ich schaue mir immer das Falsche an. Kräuter, okay. Eine Runde noch. Und wo sind die hin? Keine Ahnung. Nächste Runde gehen wir weiter mit der Expedition. Hey, wir sind in Runde 100. Okay.
das machen mit Jagd. Hey, vier Fleisch und eine schwere Rüstung. Hey, genau sowas, was wir gerade herstellen. Ist ja lustig. Ja, schauen wir mal. Braucht jemand diese Rüstung von euch? Ich meine, ich habe ein paar, die wirklich stark sind. Das heißt, es gibt sicher Leute, die die Rüstung tragen könnten. Nicht die Ringer. Und nicht sie. Und nicht sie. Oh, Kati zum Beispiel. Das ist jetzt Rüstung 17 und 3, die ist stärker. Okay. Leila könnte sie auch tragen, aber die hat auch eine bessere Rüstung. Mati Duscha könnte sie auch tragen, die hat eine schlechtere Rüstung. Obwohl sie nicht. Halt's mir aus. So, und warte mal, war die Rüstung, die die getragen hat, bringt 2 Geschicklichkeit und wiegt nur 150. Das ist ein bisschen leichter. Ah, schaut was an. Nehmen wir doch auch gleich mal. Morschislava. Morschislava. Rüstung 11. Der David, der David. Rüstung 4, der müsste eigentlich auch das tragen können, was ich da jetzt gerade abgelegt habe. Na, schau an. Schon bewegt sich die Rüstung immer weiter nach unten. Sally und der Mirtl haben genug Rüstung. Und auch meine Ork-Kämpferin. Da steht Ork-Kämpfer, aber so wie das ausschaut, ist das eher eine Sie. Schwer zum sagen. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen noch ein bisschen Essen. Außerdem werden wir noch Vorräte verwalten, weil das will ich nicht, dass ihr verheizt. Ah, das Fleisch. Na, oh ja, das Fleisch können wir schon noch essen. Na gut. Ich meine, es sind zwei zerbrochene Skelette und ein untoter Leichnam. Das können wir schon automatisch lösen, oder? Ja. Dann auf dem Weg. Oh, da hätten wir ja auch gleich Essen. Da gibt es Getreide. Getreide und Früchte. Da gibt es Nüsse. Da gibt es exotische Früchte. Irgendwo da. Doch mal Essen fassen. Da machen, oder? Na, wir können sogar noch ein Feld bewegen. Wir machen hier das Lager. Das ist nämlich näher an zu Hause. Sehr gut, wir sammeln gleich dreimal mit 10, 30. Verdammt, wir sammeln nur dreimal, nicht viermal. Finden wir noch lustiger gewesen oder schöner gewesen. Hätten wir. Oh, wir sind gestiegen. Ausgezeichnet. Weissagung. Folklore. Was sind das für welche?
Ja, jetzt ist finster. Ich überlege gerade, ob wir gleich weiter sammeln, bis es wieder heller wird. Weil durch das Sammeln produzieren wir mehr Essen, als wir aufessen. Und Holz haben wir noch mehr als genug. Machen wir das vielleicht sogar. Weil ich möchte nicht im vollkommen Dunkeln rumrennen. Ich will auf jeden Fall bei dem kosmischen Baum noch reinschauen, bevor wir nach Hause kommen, weil der liegt direkt auf dem Weg. Schauen wir mal, ob wir angegriffen werden von denen, die daherkommen sind. Sind wir eine Runde weiter? Wir sollten langsam heimkommen, weil wir haben zu Hause nichts mehr zum Produzieren. Schauen wir mal, was da gibt. Wir sind jetzt You immerhin find the zwölf Leute. skeletal remains of a person, most likely an elf, as the bones have a slight silver tinge and are much lighter than any other Humanoid bones you Menschen know. Aus On dem the body, Skelett. you discover a scroll that unrolls as soon as you touch it. There is a smell of burning wood in the air, and the scroll itself seems to be warm to the touch. Okay. Ich nehme die Inschrift. And so the cosmic tree stood in flames, and with it the world burned alike. Ja, For as the super. canopy burned, so did the skies turn red, and the heavens were no more. As the core burned, the earth scorched, fields turned to ash, and Thea became a wasteland. Finally, as the roots burned, so did the gates to the underworld, and thus the souls of the dead could find no refuge, no Okay. peace, no purpose. You Diese see, ganzen there's no Skelette sind aspect deswegen of the da, side weil of the scroll. offensichtlich die Wurzeln von dem Baum auch zerstört wurden. Lies alle Seitennotizen aufmerksam durch oder lies nur das Wesentliche. Keine Zeit für Geschwätz. Naja, okay. Nachdem wir das ja als Let's Play machen, lesen wir alles genau Note durch. 1 is written in a beautiful style, impeccable, neat and very distinct. Oh mein Gott, It vielleicht hätte ich das reads, doch nicht machen and sollen. so our duty failed. Did we fail our charges? Did we abandon them too soon? Or were we never supposed to do so in the first place? Should we have guarded the sacred pillars more vigorously? I must go to the evergreen grove and find Ich trinke nur answers. lauter. Signed, Alicia Silveroak, Dann hört sie nämlich scholar of mehr. the Age of Thunderer, keeper of the knowledge, last of the sacred guardians. Na okay. There is an old map with the grove marked upon it. It won't be easy to follow after all this time, but you do recognize some landmarks. There are Okay. also five pieces of silver tree bark, which emanate with strange power. Note 2 is clearly scribbled in a hurry by an unknown author. The Okay. elves seek to diminish our work. No surprise there. I must get to this grove before they can meddle with mankind again. The Okay. sage tower should give me some clues as to how to stop the elves. The darkness is a side effect for sure, but I'll be damned if I let the magic rule man again. The rest of the notes are too damaged to read. Naja gut, so viele Seitennotizen waren es dann auch wieder nicht. Also es gibt zwei Orte zu erkunden. Vielleicht sollten wir sie untersuchen. Ja, machen wir das. Einer davon ist hier. Und wo ist der zweite? Da ist der zweite. Interessant. Der schaut gleich nach Baum aus. Vielleicht sollten wir gleich dorthin gehen und nicht dahin. Na wurscht, nein. Wir gehen jetzt einmal nach Hause. Das machen wir als erstes. Egal was kommt. Vielleicht sollte man wirklich eine zweite Gruppe machen. Und die zweite Gruppe kümmert sich nur um Ressourcen, während die erste rumrennt und alles totschlägt. Ja. So, na dann bringen wir das ganze Zeug mal heim. Yay.
Wieder viel Eisen, das kein Mensch braucht, und Gold. Gold ist wichtig. Vielleicht können wir daraus eine gescheite Rüstung machen. Mit dem Gold, was wir jetzt mitgenommen haben. Wieder. Pelzleder, ja, immer Schuppenleder, Knochen und Monsterknochen, Getreide. Nein, das bleibt da. Das nehmen wir mit. Wow, haben wir ganz schön viel gesammelt von dem Zeug jetzt. Jetzt können wir viel Essen kochen. Hey, und wieder so Rohrding und Weidendinger. Dieses Holz. Spinnenseide. Wow, was wir alles gefunden haben. Kohle. Wir waren lange unterwegs, offensichtlich. So, dann haben wir hier Waffen, die wir offensichtlich nicht mehr brauchen. Warte mal, das sind sogar zwei Gebiete, die holen wir gleich weg. Jo, und das Gold. Gold ist gut. Was machen wir da noch? Gehen wir die mal darüber. Schauen wir mal. Ah, dieses Ding, da ist echt. Ja, und weg damit. Es schaut so aus, als könnten wir es vielleicht noch brauchen. 6 und 7. Gehen wir es mal rüber. 5 und 7 Geschicklichkeit. Das war nicht zu bezweifeln, dass wir das noch brauchen. Jetzt noch Schnur, die wir rübergeben können. Was haben wir dann noch alles? Wir tragen so viel Zeug mit uns rum. Vielleicht sollten wir das erst verkaufen oder wenn wir es dann in der anderen Ding haben. Ein Fellmantel. Noch ein Fellmantel. Reptilienweste. Oh, Fischknochen. Gut, nochmal ausrüsten. Schauen wir mal, wenn wir die Leute in der Stadt ausrüsten. Da irgendjemand so ein Ding. Ja, aber die zwei sind offensichtlich nicht gut. Was ist damit? Das auch nicht. Ist das besser als das? Ja, besser als das ist es schon. Wir machen mehr Gift, machen mehr Dinge, klar. Tauschen wir aus. So, du hast was Neues in der Hand. Besser als das. Na klar, machen wir doch glatt. Muss jetzt nicht unbedingt. So, das sind lauter zweihändige Sachen, die die da tragen, gell? Das heißt, Schild, mit Schilden fangen wir nicht allzu viel an. Also die machen mehr Schaden, die zweihändigen Sachen. Deswegen haben wir sie genommen. Vielleicht sollten wir aber trotzdem ihnen eher einhändiges geben und dann Schilde. Bei denen ist es vielleicht besser, wenn sie mehr. Naja. Na, gepfeift auf. Inventar. Das ganze Zeug jetzt weg, was wir nicht mehr brauchen. So viele Sachen, die kein Mensch braucht. Jo. Halbwegs gute Sachen kann man sich ja aufheben. Das beste Schild heben wir uns auf jeden Fall auf, sagen wir mal. 4, 6, 5, 7, 6, 7, 3, 4, 4, 5, 3, 1. Ist zwar weniger Dings, aber es macht attraktiv und geschickt.
Ja, heben uns das auf. Außerdem ist es ein grünes Rundschild. Mein Sohn wäre begeistert davon. Das auch weg. So, dann von den Waffen. Fünf und zwei Gift. Und das weg mal. Ich hätte mein Schwert aufheben sollen. Naja, gut, zu spät. Rüstungen. Behalten wir uns auch die beste. 3-1. 4. 4-1. Okay, das ist die beste derzeit. Also von denen, die nicht verwendet werden. Ah, das sind ja noch mehr Rüstungen. Die sind definitiv auch gut, aber die sind relativ schwer. 16 und 3, 13 und 4, die weg. Könnte man sich auch überlegen, ob man der Expedition vielleicht eine von den Rüstungen gibt. Hier gehen wir der Expedition. Helena, du kriegst ein paar Fischknochen. Einfach so. Weil ich dich mag. Ach wie. Tja! Entschuldigung. Gut. So, dann haben wir gesagt, wir machen vielleicht eine zweite Gruppe von, sagen wir mal, vier Sammlern oder so. Was haben wir denn da? Was ist denn da der beste Sammler in dem Kaff? Müssen sammeln. Sammeln 9. Wo steht das Sammeln? Der hat kein Sammeln. Doch, der hat Sammeln 6. Sammeln 10. Sammeln 12 sogar. Aber die zwei haben kein Sammeln. Das sind Schmiede. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Sada aus der Stadt mitnehmen. Oder vielleicht sogar Sada und Ostrognjew. Den werden wir von der Expedition mitnehmen. Zumindest einen Krieger, vielleicht den Orkkämpfer. Und noch ein paar Sammler. Die beste Sammlerin lassen wir da drinnen, falls wir Essen brauchen. Das heißt, die Andela bleibt, glaube ich, hier. Die hat Sammeln 12. David hat Sammeln 9 und Sali hat Sammeln 4. Nehmen wir auch David und Sali raus hier. David, Sali und die Orkkämpferin gehen wir raus. Dann haben wir eine Fünfertruppe zum Sammeln. Ja, so gute Idee. Sali rüber. David rüber. Kämpfer rüber. Die Fünfer Sammelgruppe ist, glaube ich, perfekt, weil das sind nur fünf Plätze. Okay, passt. So, außerdem, wir haben in dem Dorf eh viel zu viele Sammler. So viel Zeug brauchen wir gar nicht. Gut, dann werden wir gleich mal zur Expedition wieder Essen mitgeben. Das schaut gut aus. Sonst hat die Expedition gleich wieder mal für 25 Tage Essen. Das passt. Jetzt sind wir auf 9 Leute wieder runter bei der Expedition 1.
für das Recht, für alles, was wir vorhaben. Na egal, wir gehen jetzt einmal weiter gleich. Schauen uns gleich einmal das beim kosmischen Baum da an und dann gehen wir zu der göttlichen Quest weiter und erforschen noch mehr Gegend. Und in Odus Home machen wir eine zweite Expedition, neue Expedition, bestehend aus, also wen haben wir gesagt? Ostrogniew, Sali, die Ohrkämpferin, David und Sada. Sind 5 Leute und 4 bleiben zurück. Okay, Funktion. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht gemacht, offensichtlich. Ah, wir hätten auf Expedition erstellen gehen müssen. Du haben wir gesagt. Du. 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 Und du. Expedition erstellen. Ihr habt keine Nahrung im Inventar der Expedition-Mitglieder. Einfach mal, wollt ihr fortsetzen? Ja. Wir werden ihnen schon was zum Essen geben. Was ist das? So, war nicht 2140, sondern ich glaube 200 werden reichen. Das sind 40 Tage. So, und Holz geben wir natürlich auch noch mit. Aber natürlich auch nicht so viel. Mehr ist genug. Gut. Dann müssen wir der Produktion schauen. Die ist jetzt geändert. Okay, passt. 60 und 90, das reicht voll und ganz. Da haben wir jede Runde 7 Holz und 14 Essen. Sogar mehr als 14, wenn wir ja noch das Ding auch haben. Gut, dann können wir auch gleich Sachen herstellen mit dem ganzen neuen Zeug, beziehungsweise bauen wir was. Wollen wir was bauen? Wie schaut denn die Schmiede aus, die wir derzeit haben? 25 Granit und 25 Quarz war das. Bringt einen Herstellungsbonus von 3 und die Heide bringt 2 Nahrung und lockt 3 Menschen an. Auch nicht schlecht, vielleicht sollten wir das nächste Mal schauen, dass wir ein neues Gebäude uns überlegen, das wir bauen können. Wenn wir jetzt keine Gebäude bauen, sondern irgendwelche Waffen oder Rüstungen. Wir haben jetzt Gold. Wir können jetzt eine Goldrüstung machen. Interessant, die Idee. Was ist das? Das sind normale Knochen. Nein. Nein. Ah, dieses zweite Material haben wir irgendwie nicht gescheit. Nicht gescheit, das. Für den sekundären Rohstoff haben wir irgendwie nicht gescheit, das Zeug. Wir könnten aber das so machen. Und das Gold da hergeben. Kohle dafür. 19 und Willen plus 5. Und 30 Forschungspunkte. Boah, das bauen wir auf jeden Fall. Eine Blattrüstung. Nicht schlecht. Sowas auch noch. Jetzt haben wir immerhin dieses Ding da gekauft.
geholt. Boah. Und auch noch 17 Punkte. 9 Schaden und ein Wille. 3 Knochen. Das ist schade. Von diesen verzauberten Knochen habe ich nur 2. Das wird sich ändern, wenn wir das nehmen. Wir verlieren dann einen Willen. Das Quarz ist ein ziemlicher Chaos. Ah, da war ein Tierknochen. Wir schauen, was machen die? Die machen mehr Schaden. Und keinen Willen dazu. Nehmen wir uns das Gold vielleicht noch auf. Was machen wir? Das machen. Boah, bist du irre? Dieses Altholz ist gut. Interessant, das macht zwar viel weniger Schaden, aber es bringt weit mehr Forschung. Machen wir das tatsächlich. Mit dem Altholz können wir noch immer machen. Das läuft uns nicht weg. So, machen wir das so. 7 und 5 Runden. Das passt schon. Haben wir jetzt einmal für eine Weile zu tun. Und die zweite Expedition kann. Wo schickt man die zweite Expedition hin? Am besten in die Nähe von der ersten Expedition, dass die diese Leute schützen können. Getreide wäre wahrscheinlich ganz gut. Getreide. Weil die ganzen teuren Sachen sind irgendwo. Quarz zum Beispiel. Wo ist denn das Quarz da? Und es gibt nichts beim Quarz. Das ist ja das Problem. Und das zweite dabei wäre Schlagholz genauso. Das sind so Weiden. Die sind vielleicht nicht schlecht. Auf jeden Fall sind sie auch nicht schlechter als das Schlagholz. Und schneller und einfacher zum Sammeln, offensichtlich. Ich glaube, das war keine gute Idee, in die Richtung Schlagholz zu forschen. Wir hätten lieber in Richtung Holz oder Metall forschen sollen. Na egal. Könnten natürlich auch das Schilfrohr uns holen, wenn wir darüber gehen. Na, gehen wir in Richtung Quarz mal. Wo ist das Quarz? Ah, da könnten wir eigentlich hinter der ersten oder vor der ersten Expedition gehen. Das Stroh, das will ich aber eigentlich nicht. Gehen wir Richtung Quarz, ja. Bis zu dem Baum. Nee. Da gehen wir noch gemeinsam bis zum Baum.
das mal an. You arrive at a tall stone-built tower. An arched doorway stands ajar and an old man waves at you to come in. Ich weiß nicht. Sollen wir das machen? Natürlich. You walk into the lower floors of the tower. Kennen wir den schon? Dark and dingy. The walls are filled with bookshelves, barely holding under the weight of the thousands of works that you think must be housed here. There is a desk and some chairs, and the old man sits behind it. Come in, sit and let us talk. I am Professor Anthony Hufka, formerly of the Grand University. These days, well, on research leave, I suppose. Research leave? Es gibt keine Universität mehr, du Depp. Hallo, wir haben diese alte, ich glaube, die haben wir sogar gefunden, die alte Universität. Mit den Geistern drinnen. Hallo, wir haben diese alte Schriftrolle bei einer Leichnam gefunden. Sie berichtet von der Heilung der Finsternis und hat euren Turm auf der Karte markiert. Ah, the Elven Scroll. Have you found the Guardian yet? He went to that grove place, but I've never been able to find out what happened to him. His pesky student ran off with the scroll before I could write down the directions. And I don't like leaving this tower anyway. Nein, wir haben noch nicht mit dem Elfen gesprochen. Right. Well, he is a wise one. I will grant him that. But his version of history is... history is written by the victors, yes? The elves have been the victors for many thousands of years, and thus they do write our history. I, however, believe it is time we wrote our own. Okay. What is this? Well, the elves will tell you that the cosmic tree is one of the pillars of the world. I won't go into it. They know it better. They are correct on that, but sometimes pillars must fall in order to build a new house, you know. Okay, ich bin mir nicht so ganz sicher. Right. Vielleicht sollte man dann nicht drinnen sein im Haus, wenn man sie umwirft. So it was us, humans, that burned that damned tree. Yes, we at the Grand University. We had a multinational conference and we came to a conclusion. Magic is stifling humanity. Was? Listen to me. Magic and its prime stewards, the elves, they are keeping us from truly evolving, from reaching our own potential. We can finally be free from superstition, from dark magic, from monsters. We will build a civilization based on reason and knowledge. And yes, this will be costly. Magic will take with it many creatures, not all bad, but humanity will finally be free. Er schlägt einen Genozid an allen magischen Lebewesen vor. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das okay finden kann. Das klingt wahnsinnig. Wie soll diese Finsternis gut für uns sein? Wir wären fast ausgestorben. Das macht schon Sinn. Doch, was... Nein. Yes, we did. That is because something went wrong, you see. The tree lingers on. Magic is growing again. The elves are cursed, but still alive. The plan did not work. So you must do whatever that elf tells you, but then find a way to finish the job. Do whatever you must to kill magic and destroy the tree for good. Ja, ist ja definitiv wahnsinnig. You will do what you will do, but I trust your brains will win over superstition. And I told you, I don't leave this tower. If I do, I am dead, and I rather like living. Deswegen habt ihr auch die ganzen anderen Typen getötet. Ah, details. Whatever you do will not happen overnight, you know. It may take generations to fully take its course. I will live until that time and gather knowledge. Now go. No time to waste on an old man. You find yourself standing in an empty field. No tower, no man, nothing. Okay. Das macht das Ganze nicht einfacher. Gut, an dieser Stelle, meine lieben Herrschaften, werden wir für heute wieder Schluss machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.